Das war ein großer Sieg für die Demokratie in erster Linie. Das Fernsehduell gestern Abend, Björn Höcke gegen Super Mario Vogt von der CDU. Wir werden das heute analysieren. Das ist das Thema des heutigen Brennpunktes. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann wollen wir auch darüber sprechen, was eigentlich die Welt und die Springermedien im Schilde führen, wenn sie solche Interviews ausstrahlen. Ja, mit mir im Studio meine liebe Frau Steffi. Steffi, gestern Abend, das war ja wie ein Fußballabend früher. Ja, ja. Wir sind 10 Mann hoch und eine Frau in der Redaktion gesessen, wie zuletzt, glaube ich, bei Fußball-WM 2014 Deutschland-Brasilien. Ja, das war eine ungeheure Dramatik drin und natürlich, wir haben gejubelt, wenn Höcke ein Tor geschossen hat. Wer war aus deiner Sicht der Sieger am Schluss? Ja, ganz klar, Björn Höcke. Und der Herr Vogt, den vorher auch keiner kannte, der kam ja wirklich sehr unsympathisch rüber. Ich würde mal sagen, wirklich so ein ganz aalglatter Konrad-Adenauer-Stiftungsgeschulter CDU-Funktionär. Und ich war schon eigentlich enttäuscht, weil ich komme ja aus einer CDU-Familie und dann betrübt mich das umso mehr, wenn ich mir dann immer wieder anhören muss, wie sie lügen, wie sie dann diese sogenannten Ad hominem-Angriffe machen. Sie bringen keine Argumente, sie gehen nicht auf die Inhalte, sondern, wir werden das ja auch gleich sehen, greifen einfach an. Das kennt man von der CDU und sie haben schon immer vor den Wahlen konservativ geredet. Nach den Wahlen sind sie grün-rot abgebogen. Nur mal ein kleines Beispiel aus. Steffi, nicht, dass wir jetzt das Pulver verschießen. Wir wollen erstmal reingehen in die Höhepunkte des gestrigen Abends. Und ich glaube, du hast es ja rausgesucht. Und der erste Ausschnitt ist der Ausschnitt, der wahrscheinlich in 50 Jahren noch angeguckt wird. Ja, der geht heute viral in den sozialen Medien. Und zwar die Diskussion um das gehacktes Brötchen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen. Nee, Sie haben Mett gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Das wollen Sie mir doch zugestehen, Herr Kollege. Ja, das war der Mettbrötchen-Streit, ja. Typisch für mich, wie so eine Diskussion abläuft. Höcke will irgendwas erklären zu dem sehr wichtigen Lieferkettengesetz, was jetzt über die EU als zusätzliche bürokratische Schikane auf den Mittelstand vor allem zukommt. Die müssen da nachweisen, wo sie die kleinsten Bestandteile herhaben, Kinderarbeit dabei ist oder irgendwelche nicht ökologische Produktion. Also ein Bürokratiemonster. Und er macht ein sehr schönes Beispiel. Er kommt aber nicht dazu, das Beispiel auszuführen, weil diese andere Nase ihm dann dazwischen quatscht von wegen, man darf nicht Mett sagen. Ja. Hören wir mal weiter rein. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt. Ja, schon wieder eine Unterstellung. Und er hat ganz klar gesagt, der Björn Höcke, was die AfD will, weil es ging ja auch los mit der EU und mit der Wirtschaft, ob die EU einfach verzichtbar wäre, dieses Bürokratiemonster verzichtbar wäre für Europa. Ganz klar ja, sagt Björn Höcke und das meinen ja auch wir. Und es geht um das, was schon Charles de Gaulle wollte, nämlich ein Europa der Vaterländer, um nichts anderes. Also die AfD und Björn Höcke wollen einen neuen Bund der europäischen Länder. Und das ist auch gut so, angesichts der ungeheuren Skandale, die uns auch die EU bereitet, wie aktuell die RKI-Akten rund um die EU-Chefin Ursula von der Leyen, auch von der CDU. Und immer wieder wird auch diese Lüge wiederholt, ja, er will, dass Europa stirbt oder scheitert Europa, scheitert der Euro oder scheitert der Euro, scheitert Europa. Also inhaltlich wird überhaupt nicht argumentiert. Und innerhalb Europas, wo ja auch
Björn Höcke sehr gut argumentiert hat, gibt es ja Freihandel, auch mit der Schweiz, auch mit Norwegen, auch mit Ländern, die nicht in der EU sind. Also was soll der ganze Quatsch? Es ging auch Björn Höcke darum, dass diese 50.000 Bürokraten und Steuerzahler eine irrsinnige Menge Geld kosten. Und wir wissen überhaupt nicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Ja. Wobei diese Kontroverse, die wir gerade gesehen haben, die geht ja zurück auf den Spruch von Björn Höcke beim Europaparteitag im letzten Sommer, wo er gesagt hat, diese EU muss sterben, ja, damit Deutschland leben kann. Diesen Ausspruch hat Vogt bei einem Fernsehinterview Anfang des Jahres, glaube ich, verfälscht, als hätte Höcke gesagt, Europa muss sterben. Ja, ja. Er hat aber gesagt, diese EU muss sterben. Ja. Ja. Und dann hat in diesem ersten Teil der Diskussion hat Höcke unheimlich gepunktet. Er war wirtschaftlich faktensicher, zahlensicher. Er hat in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, das ganze Panorama einer neuen multipolaren Weltordnung mit Europa als eigenständigem Faktor aufgemacht. Ja. Sehr schön. Ja. Aber ich muss eine kleine Kritik äußern. Er hat einen sehr schönen Begriff vermieden, nämlich den Begriff Dexit. Also Deutschlands Austritt aus der EU, weil er spricht ja über einen neuen Staatenbund, Europa der Vaterländer, wie du gesagt hast, alles wunderschön. Aber wodurch beginnt der neue Staatenbund? Natürlich durch den Austritt von Deutschland, und das ist der Dexit, da hat er, den Begriff hat er leider ausgelassen, und wir werden vielleicht im Laufe der Sendung noch auf ein paar andere Punkte kommen, wo er eine Zuspitzung vermieden hat. Ja, wir schauen mal weiter rein. Oh, da haben wir erstmal unseren Höcke-Taler. Ja, also wir erstmal natürlich großen Glückwunsch an Björn Höcke. Hat er super gemacht, bei allem, was ich vielleicht im Nachhinein jetzt klug daherzureden habe. Ich hätte es nicht besser gemacht. Er hat seinen Mann gestanden. Und vor allem, wenn man das mal vergleicht mit anderen Spitzenduellen. Wir hatten vor 3 Jahren, 4 Jahren Marine Le Pen gegen Emmanuel Macron vor der Präsidentschaftswahl, wo in diesem Spitzenduell Frau Le Pen so schlecht abgeschnitten hat, dass die Wahlen verloren gingen. Im Riesenunterschied dazu, Björn Höcke gestern stabil, ruhig, faktenstark. Ja, und deswegen, unter anderem deswegen hat Kompakt diese Silbermedaille gemacht, den Höcke-Taler. Und den kann man auch erwerben bei uns im Kompakt-Shop. Und nur bei uns im Kompakt-Shop kann man diesen Taler, der irgendwo für den Umschlag der Geschichte ins Positive stehen wird, nur da kann man ihn erwerben. Ja, jetzt hören wir weiter rein. Ach, hier haben wir noch eine Zusammenstellung der miesen Schlagzeilen. Vor dem Duell gab es ja schon eine ungeheure Kampagne gegen Björn Höcke. Da wurde gewarnt, seine Aussagen seien gefährlich für Deutschland. Nee, nichts war gefährlich. Er hat genau das Gegenteil eigentlich auch in diesem Duell gebracht. Er hat ganz klare Verbesserungsvorschläge eingebracht und er hat auch immer ganz klar den Finger in die Wunde gelegt, dort, wo die Probleme unseres Landes sind. Und jetzt nach dem Duell, obwohl er ganz klar der Sieger war, gibt es wieder eine Kampagne. Ja. Naja, Steffi, was erwartest du? Ja. Das ist der Gegner. Ja. Wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative. Und zwar für die Deutschen, für die 1,5 Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Die müssen wir zurückholen. Tja. Was man hier übrigens in dem Ausschnitt sehr gut sieht, wir werden das vielleicht jetzt noch mal sehen auf der Bildtafel, vor dem CDU-Mann liegen einen Haufen Zettel. Ja. Er guckt immer auf die Zettel. Ja. Er ist nicht faktensicher. Bei Höcke liegt überhaupt nichts da. Der hat alles im Kopf. Ja gut, ich habe hier auch einen Zettel mit der Reihenfolge der Einspieler. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber das stimmt. Und er wurde auch unfair behandelt. Es waren ja nun wieder 3 gegen 1. Und er wurde oft in die Enge getrieben. Also man hat ihn da konfrontiert mit irgendwelchen Zitaten von vor 6 Jahren oder 7 Jahren. Und man hat ihn damit auch überrascht. Ich hatte auch den Eindruck, dass der CDU-Mann, der Herr Vogt,
die Fragen kannte und sich da auch gezielt Notizen gemacht hat und die auch mitgebracht hat. Höcke ist wahrscheinlich völlig ahnungslos in dieses Duell gegangen. Ja, wir schauen mal weiter. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen sie halt raus. Und 20-30%, auf die können wir uns verzichten. Das ist ein ganz anderes Thema, der Doppelpass. Nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20-30% von Deutschen geredet. Und das, was Sie auf Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rector, das ist einfach die große Gefährlichkeit. Jetzt dass da eben Sellner und andere ein- und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass es um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst. Ja, das ist natürlich die Krönung mit dem Nazi-Schloss, Nazi-Schloss in Schnellroda. Ich meine, das ist ein Rittergut und eine Gastwirtschaft, aber natürlich scheut man diese bösen Begriffe nicht, um den Gegner ins Unrecht zu setzen. Sehr interessant auch, der Vogt bringt dann da den Doppelpass. Und ich erinnere mich, und da warst du ja noch in der CDU, wie der Doppelpass eingeführt wurde und wie die Hessen-CDU damals unter Roland Koch eine sehr erfolgreiche Unterschriftenaktion gegen den Doppelpass gemacht hat. Also das war genuine, ursprüngliche CDU-Position dagegen zu sein. Und jetzt kommt der CDUler und greift Björn Höcke deswegen an. Ja, ich komme ja aus einer CDU-Familie, das stimmt. Und ich kann mich auch noch an diese großartige Aktion von Roland Koch erinnern, die sehr erfolgreich war. Aber gut, es ist ja dann gescheitert. Der Doppelpass wurde ja eingeführt. Ne? Und wir halten das ja auch für nicht besonders sinnvoll. Ich weiß auch nicht, wo der Vogt die Zahl her hat. Björn Höcke oder die AfD wollten 20-30% der Leute abschieben oder zurückschicken. Das ist doch völliger Quatsch. Da hätten die Moderatoren dazwischen gehen müssen und fragen, wo haben sie die Zahl eigentlich her? Ja. Der Herr Vogt war absolut respektlos. Er war, wie auch die Moderatoren, massiv gegen Björn Höcke. Und das, was Herr Vogt jetzt alles an falschem Zeug erzählt hat, das können wir auch hier in der Sendung überhaupt nicht alles auseinandernehmen. Also zu den Wirtschaftsthemen oder auch zum Minsker Abkommen. Und sobald Björn Höcke dann an diese wunden Punkte kam und die Tatsachen klärte, sind die Moderatoren entweder ganz schnell zum nächsten Thema gesprungen oder sie haben ihm dann sofort dazwischen gequatscht. Wir hören mal weiter rein. Tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer ganz Politik. Klare Frage. Ja, und das ist wahrscheinlich damit gemeint, vielleicht hat Herr Vogt die Zahlen gekannt. Also wir sind noch 60 Millionen Deutsche oder wie sagt man heute, autochthone Deutsche, Bio-Deutsche. Ja. Und dazu haben wir 24 Millionen mit Migrationshintergrund und von diesen 24 Millionen haben die Hälfte schon den deutschen Pass und rund 12 Millionen, das sind die letzten Zahlen, die hatten wir mal hier in der Sendung vom Statistischen Bundesamt, haben keinen deutschen Pass. Und die meisten sind illegal hier und die meisten hängen auch in den Transferleistungen. Ich würde auch sagen, eine vernünftige Politik wäre, Menschen, die hier illegal sind oder die hier auch kriminell sind, wirklich abzuschieben. Und da kommen wir schon mal auf ungefähr 10 Millionen, ja, die keinen deutschen Pass haben und sich illegal hier aufhalten. Warum wird das nicht offen diskutiert? Das hat doch sogar schon Bundeskanzler Scholz gesagt, wir müssen massiver abschieben. Ja, also ich fand an dem Punkt, Höcke Stärke war bei der EU und der Wirtschaft. Ja. Und am Punkt ungebremste Zuwanderung hat er viele richtige Dinge gesagt, wie jetzt eben auch. Aber er hat auf eine gewisse Zuspitzung verzichtet. An dem Beispiel deutlich gemacht, was wir jetzt nicht als Einspieler haben, aber jeder erinnert sich an gestern Abend. Es wurde ihm eine Passage aus seinem Buch vorgehalten, wo es um Frau Özoguz geht. Oder Özkus, wie nennt man sie? Özkus? Weiß der Teufel, soll sich einen deutschen Namen zulegen. Also die ist ja Integrationsstaatssekretärin gewesen und hat eine hohe Funktion in der SPD. Und Höcke hat damals in seinem Buch geschrieben, die hat in Deutschland nichts zu suchen, weil sie
die deutsche Kultur für nicht existent erklärt. Ja, das hätte meine Oma auch gesagt. Was hat die denn dann noch in Deutschland verloren? Und da hat er sich dann gesagt, oh, ich erinnere mich nicht mehr, was ich da geschrieben habe und ich kann mich ja nicht an alles erinnern. Das finde ich defensiv. Er hätte doch eigentlich sagen können, ja, wenn eine Person so wenig Respekt vor Deutschland hat, warum geht sie dann nicht dahin, wo sie sich wohler fühlt? Das heißt ja nicht, dass man sie abschiebt. Das heißt man nicht, dass man sie deportiert gar oder irgendwas anderes Gruseliges. Wenn man sagt, die hat ja nichts verloren oder die soll hingehen, wo der Pfeffer wächst oder wie Gauland gesagt hat, die soll nach Anatolien zurückgehen, hat auch Gauland damals gesagt, ja. Ist es ja nur einfach ein legitimer Ausdruck des Widerwillens, dass so eine Tante sich so aufspielt. Ja. Ich kann aber Björn Höcke an dieser Stelle verstehen. Er wollte sich einfach nicht, er war da in der Runde 3-1 und er wollte sich einfach nicht auf so ein Glatteis begeben. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, was er wahrscheinlich gedacht hat und was auch ich denke, was will so eine Frau in Deutschland, die so wenig Respekt hat vor unserer Kultur, die keine deutsche Kultur erkennen kann, hat die noch nie was von Max Planck gehört oder von Johann Sebastian Bach? Oder von Goethe oder von Schiller wenigstens. Ja. Ja, was will so jemand in Deutschland? Ich kann das auch nicht begreifen, da kommen wir ja auch noch zu, dass Menschen, die Deutschland hassen, die sagen, Deutschland verrecke, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, was wollen die hier? Ja, es gibt so viele schöne Länder auf der Welt. Ne? Heißt ja nicht, dass man sie abschiebt, nee. Schon gar nicht mit Gewalt abschiebt, aber man kann ihnen ja mal die Frage stellen, Leute, fühlt ihr euch eigentlich hier wohl, wenn ihr so redet? Ja, wir hören mal weiter rein. Wir brauchen Frieden mit Russland, wir brauchen Kooperation mit Russland und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. So, wir wenn brauchen etwas, vor allem wir etwas jetzt das nächste Thema, Herr Höcke. Des 20. Jahrhunderts, sorry, dann wir das müssen Frieden mit Russland für uns. Sie wollen auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Ja, also da, als er den Punkt angesprochen hat, keine Waffenlieferungen in die Ukraine und da haben sie ihm nur noch dazwischen gequatscht, sie haben ihn überhaupt nicht mehr ausreden lassen. Ja. Wobei, ist auch ein Punkt, natürlich hat er total richtige Sachen gesagt, aber er hat auch an dem Punkt die Zuspitzung vermieden, dass er sagt, okay, diese Politik der Regierung ist die Politik von Kriegsverbrechern. Ja. Ja, also ja. Diese harte Terminologie, Dexit zum Beispiel zu sagen, oder zu sagen, Remigration ist eine Notwendigkeit des Überlebens, oder zu sagen, als an dem Punkt Kriegsverbrecher, hat er vermieden, und du hast schon den Grund genannt, vielleicht hat er auch recht gehabt, es zu vermeiden. Denn der Hauptpunkt war ja, er musste die Gelegenheit nutzen, sich zu entdämonisieren. Und deswegen hat er ein bisschen weicher gesprochen, als wir es uns hier als Journalisten erlauben können. Und ja, das ist natürlich auch ein großer Gewinn. Andererseits ist ja Björn Höcke berühmt und bekannt und auch berüchtigt geworden, was die Gegenseite angeht, durch seine klare Sprache. Und okay, man kann davon mal abrücken, aber auf Dauer brauchen wir natürlich den Klartext. Ja. Wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeitsverpflichtung, nichts. Und das ist die Backen aufblasen, Probleme beschreiben, aber kein einziges Thema lösen. Herr Höcke, nur zu. Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Rafelüsch auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsystem steht kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50 Prozent Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ja, richtig so. Also ich darf mir eine persönliche Bemerkung erlauben. Mir ist der Herr Vogt extrem unsympathisch.
Ich wollte mit so einem Menschen weder in einem Verein sein, noch wollte ich ihn als Nachbarn haben. Also er ist wirklich, er glaubt, er sei besonders schlau. Er grinst die ganze Zeit selbstgefällig. Er setzt Falschbehauptungen in die Welt. Er beleidigt. Wobei, man muss sagen, bei dem Punkt Sonneberg, also AfD-Landrat, hat er leider Björn Höcke auf dem falschen Fuß erwischt. Denn es ist ja leider eine Tatsache, dass die AfD den Landrat gewonnen hat im letzten Sommer. Und der Landrat hat die Bezahlkarte für Flüchtlinge oder sogenannte Flüchtlinge nicht eingeführt. Noch nicht eingeführt. Ja, ja, aber es gibt eine CDU-Landrätin in Thüringen, glaube ich, die hat das eingeführt. Und die Sache ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Naja, es gibt ja auch noch einige in der CDU, die die Faust in der Tasche ballen und eigentlich AfD-Positionen vertreten. Das ist ja auch mit ein Grund, warum Björn Höcke auch diesen Menschen natürlich die Hand reichen würde. Ja, es sind ja nicht alles so aalglatte, angepasste CDU-Funktionäre wie der Herr Vogt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Mann Ministerpräsident von Thüringen wird. Wir hören mal weiter rein. Wissen Sie, wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte, aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland, weil die Steuer- und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Ja, und wieder hat er damit begonnen, Reichskanzler und Sie sind Gift für Deutschland. Also es ist mir extrem unsympathisch. Ja, also Höcke auch souverän in der Körpersprache und der Vogt, der klammert sich so ein bisschen ans Pult und so. Ist eine sehr starke Passage von AfD-Politiker Höcke gewesen. Und im weiteren, den Ausschnitt haben wir jetzt, glaube ich, nicht, sagt er ja auch, wir müssen diese Fachkräfte, diese deutschen Fachkräfte, diese Ärzte, die wir vertrieben haben, die jetzt in England oder in Norwegen oder in der Schweiz sind, die müssen wir zurückholen. Und in dem Zusammenhang hat er einen grandiosen Coup gelandet. Er hat nämlich den Begriff Remigration, den ja die Gegenseite als Schreckgespenst und als Synonym für Deportation aufgebaut hat, den verwendet er jetzt in einem neuen Zusammenhang. Und zwar, wir müssen für die Remigration unserer deutschen Fachkräfte sorgen, ja, über 1 Million, die wir ins Ausland vertrieben haben. Ja. Also da versucht er sozusagen, den Begriff mit neuem zusätzlichem Inhalt zu füllen. Sehr schlitzohrig und hat nicht nur den Vogt überrascht, sondern auch die Moderatoren waren völlig von der Rolle. Ja. Sowas muss sich einem natürlich einfallen und ist auch im Grunde eine ähnliche Sache wie bei Kemmerich damals. Also Kemmerich wurde ja der FDP-Politiker mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt. Das hat ja dann diese riesen Erschütterungen bewirkt. Und das war ja auch so ein Punkt, wo der angeblich so furchtbar radikale Höcke etwas Schlitzohriges gemacht hat, was eher ja, gemäßigt klingt, nämlich er hat dem FDP-Mann zur Macht verholfen, kurzzeitig jedenfalls, und nicht etwa selber sich an diese Position manövriert. So auch jetzt, er verwendet den Begriff Remigration in einem sozusagen unschuldigen Sinne und überrascht damals wie heute den politischen Gegner. Ja, und er hat ja auch recht. Es wandern sehr, sehr viele junge deutsche tatsächliche Fachkräfte aus, zwischen 24 und 39 Jahren. Und die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es waren allein im letzten Jahr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war eine Menge, über 1 Million. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob 1,5 oder 1,8 Millionen. Das ist eine Menge. Es gibt eine Abwanderung der Deutschen und eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Das ist Fakt und das verkraften wir auf Dauer nicht. Und natürlich ist es wichtig, unsere eigenen Fachkräfte wieder zurückzuholen. Ja, wir hören weiter rein. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren,
bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich hertragen, wo drauf steht: Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Deutschland, verrecke. Bomber Harris, do it again. Oder die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Tja, das ist alles nicht strafbar. Also uns Deutsche, autochthone Deutsche, darf man beleidigen bis zum geht nicht mehr. Ja, aber er wird jetzt bestraft oder steht jetzt vor Gericht wegen einer Sache, die niemand verstehen kann und die auch Elon Musk ja schon entsprechend kommentiert hat. Vielleicht schauen wir da noch rein. Sie haben vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern, Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber Harris, do it again, und die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden, und das Wahlkampfmotto, lautete, alles für unsere Heimat, in einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Dürr. Und ich sage jetzt alles für Dürr, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Nee, so weit sind wir schon. Aber das ist aber das Recht, Deutschland. Wollen Sie damit nein, sagen, nochmal, jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Wussten Sie nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. Von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltsatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltsatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltspruch ist. Also Jürgen, da muss man doch wirklich gehörig einen an der Klatsche haben, um diesen Satz, alles für dich, ich traue mich jetzt auch nicht, das Land zu nennen, in diese strafrechtliche Ecke zu bringen, in die SA-Ecke zu bringen. Also da muss man schon einen Nazi-Fetisch haben. Das muss man wirklich wissen. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie aus der Nazi-Zeit kommt. Aber was dürfen wir dann nicht noch alles? Dürfen wir auch nicht mehr guten Tag sagen oder dürfen wir nichts mehr sagen, was die vielleicht auch mal gesagt haben könnten? Ja, oder man hat ja gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, die Nazis haben alles Mögliche gesagt. Ich war auch Geschichtslehrer. Ich habe auch Geschichte studiert. Ich hätte es auch niemals gewusst, dass dieser Spruch angeblich das Monopol oder das Copyright von der SA hat. Ist doch alles völliger Blödsinn. Ja, morgen sage ich Autobahn. Deswegen wurde ja damals Eva Herrmann aus der Talkshow von Kerner rausgeschmissen, weil sie Autobahn gesagt hat. Da wird dann auch unterstellt, die Nazis hätten das Copyright auf diese Art der Fortbewegung und so weiter und so fort. Also wenn man so anfängt zu denken, dann werden Straftatbestände konstruiert, da kannst du jeden hinter Gittern bringen. Ja. Jeden, ja. Ich fand die Passage von Björn Höcke war sehr gut, aber generell war er mir auch in der Geschichtspolitik etwas zu defensiv. Er hat natürlich gesagt, Holocaust, Schande und Hitler das Böse, aber man hätte auch schon dazu sagen können, nicht nur Deutsche haben einen Völkermord an der Backe. Die Amerikaner, oder die Yankees genauer gesagt, haben ja fast alle Indianer ausgelöscht. Und die Türken mit den Armeniern und so weiter. Ich wüsste aber nicht, dass die USA oder dass die Türkei ein ähnliches Denkmal wie wir, das Holocaust-Denkmal im Herzen unserer Hauptstadt haben, dass die in Washington ein Denkmal hätten für die Indianer oder in Istanbul ein Denkmal oder in Ankara ein Denkmal für die Armenier. Ja, da hätte er auch schon mal noch ein bisschen in die Offensive gehen können. Aber okay, das ist das Thema, was wir vorhin hatten. Ich kann das sehr gut verstehen, weil dann sofort Relativierung des Holocaust unterstellt wird. Und weil wir ja auch hier im Mainstream nur noch mit Superlativen konfrontiert sind. Das heißt, wir sind die Schlimmsten, die Bösesten auf der Welt. Und dabei bleibt es. Ja, und wir dürfen da überhaupt nichts vergleichen. Aber was ich sagen will, natürlich wäre das dann gekommen.
Aber er kriegt ja die Keule jetzt schon übergebraten für den Spruch, alles für D. Also man, durch das Zurückweichen entkommt man dieser Nazi-Keule gar nicht, die der Gegner permanent schwingt. Ja? Man muss natürlich bei der Wahrheit bleiben, man muss auch bei der eigenen Schuld des damaligen Deutschland bleiben, alles klar, ja, aber ja, man muss... Ja, ich meine, das stimmt, wenn ich so schaue, Mao, Idi Amin, Stalin, andere Länder gehen mit ihrer Vergangenheit doch etwas zurückhaltender um als wir. Ja. Aber da kommt ja dann auch sofort das Argument, das war ja auch alles nicht so schlimm wie in Deutschland. Und deswegen verstehe ich das, dass er sich hier defensiv verhalten hat und zurückgehalten hat, weil da hat er keine Chance. Das ist eine Zwickmühle, aus der kommt kein Deutscher mehr raus. Ja. Wir schauen weiter. So. Ja, wunderbar, ja. Dieses Zeichen hatten mal völlig arglos Paul Klemm und Anna Leisten, die Vorsitzende hier im Studio, Anna Leisten, die Vorsitzende der Jungen Alternative Brandenburg, im Gespräch gestikulierend gemacht zu dem Begriff Knorke, das ist Knorke oder ne, sie haben sich einfach unterhalten und da hat man diesen kleinen Ausschnitt, weil auch mal, wir gestikulieren ja auch mal, vielleicht habe ich auch mal so gemacht, dann sagt man gleich, ich wäre vielleicht eine Merkel-Anhängerin, wir machen ja mal Gesten, ja. Und da kam dann sofort die Kritik, das sei das White Pride-Zeichen, also stolz darauf, weiß zu sein. Das wusste ich auch nicht. Ich kenne auch die ganze Zeichensprache nicht. Jetzt könnte man, wenn man böswillig wäre, wie man uns gegenüber böswillig ist, auch dem Herrn Vogt unterstellen, er macht das White Pride-Zeichen und ist stolz darauf, ein weißer Deutscher zu sein. Oder wie sollen wir das verstehen? Oder ist es auch einfach nur aus dem Gesprächsverlauf mal zufällig entstanden, dass er diese Geste macht? Ich unterstelle ihm nichts Böses. Es ist ein mir unsympathischer Parteisoldat, eben weil er ein Parteisoldat, ein Funktionär der Konrad-Adenauer-Stiftung ist. Er spricht nicht aus dem Herzen. Björn Höcke hat aus dem Herzen gesprochen, ne, und hat bestimmt die Menschen auch mehr angesprochen als der Bürokrat Vogt. Ja. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er da das White Pride-Zeichen macht. Aber wenn der Mainstream böswillig mit ihm wäre, könnte man ihn da genauso belangen wie uns damals, beziehungsweise Paul Klemm und Anna Leisten. Ja. So, und, ja, haben wir und, was? Ja, also, was wir jetzt nicht gezeigt haben, weil es war ja so viel, ich möchte noch die Zuschauer darauf hinweisen, dass das gesamte Interview jetzt nur noch in Ausschnitten zu sehen ist und hinter der Bezahlschranke bei Welt. Und man hat in diesen gekürzten Versionen eher zum Nachteil Björn Höckes zusammengeschnitten. Das ist mir aufgefallen. Zweitens ist mir aufgefallen, dass die Moderatorin immer wieder betont hat, dass der Björn Höcke ja Redezeit hat. Er hat ja Redezeit und sogar noch ein bisschen mehr Redezeit als der Herr Vogt. Das stimmt nicht, weil ich mal geschaut habe, wie viele Minuten sich der Björn Höcke rechtfertigen musste wegen der Angriffe der Moderatoren und auch der Angriffe von Herrn Vogt. Und wenn ein Kandidat persönlich angegriffen wird, mit Zitaten von vor 6 Jahren und dann wird irgendwas rausgerissen. Er muss das ja dann erklären. Ja? Und das würde ich nicht mitrechnen, weil das war unfair. Das ist keine Kernredezeit. Eine Kernredezeit eines Kandidaten, eines Politikers, bezieht sich auf Sachfragen, die er dann sachlich beantwortet und nicht auf diese ganzen Rechtfertigungen, die man ihm da aufgenötigt hat. Die Kritik ist völlig richtig an der Moderation. Trotzdem wollte ich am Schluss noch mal was sagen, warum der Sender Welt dieses Interview vermutlich gemacht hat, denn es gab ja erheblichen Druck aus der Ampel von Rot-Grün vor allem, von der Antifa, das nicht zu tun. Aber ich glaube, in der Welt hat man erkannt, erstens, dass sich diese Brandmauerpolitik in der Bevölkerung nicht durchhalten lässt und die AfD immer stärker macht. Und zweitens beginnen die klügeren Leute mit Verbindungen zu Amerika. Und dazu gehört die Welt, es ist ein transatlantisches Organ oder der Springer-Konzern allgemein, die beginnen sich jetzt auf eine Zeit vorzubereiten, wo man an der AfD nicht vorbeikommt. Und man versucht jetzt, ich habe das mal mit dem Begriff Amerikanisierung der Rechten beschrieben, man versucht jetzt die Rechten
in ihren Patriotismus den Amerikanismus rein zu verankern, so wie bei Frau Meloni, die eine amerikanische Kriegspolitik gegen Russland macht, oder jetzt auch schon erkennbar bei Frau Le Pen, die vor kurzem für die Abtreibung votiert hat in der französischen Verfassung. Und solche Kanäle, man versucht jetzt die AfD nicht mehr auszugrenzen total, sondern sie sozusagen amerikanisch zu beeinflussen. Und deswegen wird es da eine Änderung geben in der öffentlichen Darstellung. Gott sei Dank ist man bei dieser Politik der Manipulation bei Höcke am Falschen, weil er ist wahrscheinlich der Letzte, den man in eine proamerikanische Richtung drehen kann. Ja? Aber ich glaube, das ist sozusagen das Kalkül dahinter. Nee, ich habe da eine andere Meinung als du. Ich denke, dass die Wende kommen wird, wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten oder übernächsten. Die AfD wird notwendig. Sie wird notwendig und die Wende in unserem Land wird zwingend notwendig. Denn unser Land geht den Bach runter von Monat zu Monat. Wir haben ja am Schluss des TV-Duells auch noch die Frage gehabt, beide wollen Ministerpräsident werden. Eigentlich können sie es alleine nicht schaffen. Wer ist eigentlich der Partner? Ja? Und dann hat Björn Höcke der CDU oder dem Herrn Vogt ja sogar ein Angebot gemacht. Der hat natürlich gesagt, auf keinen Fall, wir sind Demokraten, ihr seid Völkische und ihr seid auf der Seite der Autokratien und so weiter und so weiter. Und die Moderation hat in dem Punkt sehr berechtigt darauf hingewiesen, ja, wenn die CDU das machen will und wenn sie es nicht mit der AfD machen will, mit wem wollen sie es dann machen? Mit der Frau Wagenknecht oder was? Ja? Also darauf, dieser interessante Punkt konnte nicht ausdiskutiert werden, weil die CDU hat keine Machtoption. Doch, die CDU, wir wissen alle, ja, wer CDU wählt, wählt Grün. Ja, die CDU wird auf jeden Fall eine Koalition machen mit den Grünen oder mit den Linken, beziehungsweise mit BSW, weil sie reden nur vor der Wahl immer konservativ. Da gibt es hunderte von Beispielen und biegen nach den Wahlen, wie ich eingangs schon gesagt habe, Grün oder Rot ab. Ja. Nur mal ein Beispiel aus Hessen. Schule, Kultusministerium, mit uns wird es keine Frühsexualisierung in den Grundschulen geben. Ja. Die CDU-Wähler haben drauf vertraut. Sie haben mal wieder den Wählern Sand in die Augen gestreut. Nach der Wahl sind sie grün abgebogen und es gab Frühsexualisierung in den Grundschulen. Ja. Ein kleines Beispiel von vielen und so zieht sich das durch. Und wie gesagt, wer CDU wählt, wählt grün, der wählt links. Genau. Das ist nicht mehr die CDU, die sie mal war. Also hast du richtig gesagt, die CDU wird im Zweifelsfall immer nach links gehen, immer rechts blinken, links abbiegen. Die Frage ist natürlich, wie kann die AfD zum Beispiel in Thüringen an die Macht kommen? Im Augenblick ist sie ein bisschen zurückgegangen von Höchststand 35-37%, jetzt sind es glaube ich 29-30%. Also sie braucht einen Koalitionspartner vermutlich. Ja, mit den wenigen CDU-Leuten, die die Faust in der Tasche ballen und noch korrekt sind und eigentlich auf AfD-Seite sind. Man könnte hoffen, dass von der CDU dann Abgeordnete rübergehen. Genau. Man könnte aber auch darauf hoffen, dass zum Beispiel die Freien Wähler, die es ja in Thüringen auch gibt, dass die sich entsprechend aufstellen und dann ein möglicher Partner sind. Und man kann auch darauf hoffen, ich hoffe es nicht stark, aber ausgeschlossen ist es nicht, dass das BSW in Thüringen im Zweifelsfall doch dann lieber mit Höcke als mit der CDU geht, weiß man nicht. Ja, jedenfalls, da bin ich jetzt schon beim Abschluss. Wir machen ja jetzt die große Tournee im Jahr 2024 von Kompakt, die blaue Welle rollt. Eine Station haben wir hinter uns und jetzt geht es morgen in Sonneberg weiter. Da kommt auch Peter Bistron, der ja ähnlich wie Höcke jetzt unter Druck steht. Und die blaue Welle wirbt für eine Politikwende, nicht in Bezug auf Parteiwerbung AfD, sondern in Bezug auf eine breite Koalition aller patriotisch-freiheitlichen Kräfte. Wer sich dann da am Schluss zusammenfindet, um eine Regierung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk zu binden, das wird sich zeigen. Wir machen aber Werbung dafür, dass es notwendig ist und dass das Volk, nicht die Partei, sondern das Volk, schließlich die Macht im Land übernimmt. Ja. Morgen in Sonneberg, liebe Zuschauer, Samstag, 13. April, 17 Uhr in Sonneberg am Bahnhofsplatz sehen wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentieren Sie kräftig mit. Wir hatten ja jetzt hier auch im Studio eine muntere Diskussion. Kommentieren Sie kräftig mit und verbreiten Sie diesen Kanal weiter. Abonnieren Sie, denn hier gibt es die guten Nachrichten für das deutsche Volk.